Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein viertes Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 12. Buch Sozialgesetzbuch, Drucksache 19/4994 zu Drucksache 19/4827. Es erfolgt auch hier keine Diskussion, keine Debatte darüber, aber sie muss eingebracht werden, die zweite Lesung vom Berichterstatter Abg. May. Bitte schön, Herr Kollege May, Sie haben das Wort. Ja, liebe Frau Präsidentin, ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung vortragen. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege May. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen hier im Hessischen Landtag, damit auch einstimmig beschlossen. Und der Gesetzentwurf wird zum Gesetz erhoben. Vielen Dank.